Heute sind wir in der asiatischen Finanzmetropole Singapur und treffen uns hier mit unserer Reiseleiterin Martine. Martine, wo stehen wir denn hier eigentlich? Wir stehen hier gerade in das berühmte Hotel Singapur, das Raffles Hotel, wo nur Suiten sind, ein 6-Sterne-Hotel. Ich nehme an, Sie haben schon gemerkt, dass wir eine Kolonie waren von England. An der Richtung, wie wir fahren, also der Seite, wie wir fahren. Umgekehrt, falsche Seite für Sie. Unsere Stadtrundfahrt startete mit einer Fahrt über die Orchard Road, der bekanntesten Einkaufsstraße Singapurs. Dann ging es aber erst einmal etwas außerhalb ins Grüne, in den Botanischen Garten, in dem sich auch die größte Orchideenausstellung der Welt befindet. Und wir machen uns jetzt auf die Suche nach der Orchidee unserer Kanzlerin. Martin, Singapur hat ziemlich viele Ethnien. Wir sind ja gerade in Chinatown. Welche sind das eigentlich? In Chinatown natürlich sind es hauptsächlich Chinesen. Mhm. Aber es gibt 4 Ethnien. Mhm. Chinesen, Malaien, Indern und Eurasier. Das ist eine Mischung. Okay. Und die Sprache, welche Sprache spricht man hier dann eigentlich? Hauptsächlich Englisch. Wir waren eine Kolonie. Es gibt auch Mandarin-Chinesisch, es gibt Malaysisch, es gibt Tamil. Einer der schönsten Tempel Singapurs im Herzen von Chinatown und von außen genauso beeindruckend wie von innen. Der Buddha Tooth Relic Temple. Ein mutmaßlicher Zahn Buddhas wird hier als Reliquie aufbewahrt. Weiter ging es mit dem Bus zum Clark Quay, dem Startpunkt für eine kurze Bootstour auf dem Singapore River. Aus dieser Perspektive hat man einen tollen Blick auf das moderne Stadtzentrum, aber auch auf das alte koloniale Erbe, zum Beispiel am Boat Quay. Am Abend sind die Flussufer der perfekte Ort zum Ausgehen mit vielen Restaurants, Bars und Clubs. Man fährt unter der Brücke des Esplanade Drive durch und gelangt auf einen kleinen See. Der Blick fällt sofort auf die spektakuläre futuristische Architektur des Art Science Museum in Form einer Lotusblüte und das Marina Bay Sands Hotel. Und natürlich muss man ein Bild vom Merlion machen. Halb Mensch, halb Meerjungfrau, dem Wahrzeichen und Schutzpatron Singapurs. Wir haben es nämlich sehr gut. Wir haben noch einen weiteren Tag in Singapur. Nach der kurzen Stadtrundfahrt gestern gehen wir heute noch mal so richtig ins Detail und gucken uns Singapur an und haben natürlich auch unsere nette Reiseleiterin dabei. Und das unglaubliche Marina Bay Sands Hotel wollen wir uns natürlich aus der Nähe anschauen. Die Dachgartenplattform in 190 Meter Höhe soll übrigens ein Skateboard sein. Es gibt über 2500 Zimmer. Die Baukosten belaufen sich auf ca. 4,6 Milliarden Euro. Und es hat ein angeschlossenes Einkaufs- und Konferenzzentrum. Ein kleiner Geheimtipp noch. Im Marina Bay Sands Hotel gibt es eine Aussichtsplattform, die Sky 57. Die ist aber relativ teuer, da muss man nämlich Eintritt zahlen. Besser ist es, einfach ins Restaurant im Hotel hochzufahren und von dort diesen perfekten Ausblick genießen. Das ist schon Wahnsinn. Auf der einen Seite liegt einem die Stadt zu Füßen und auf der anderen Seite hat man einen Blick aufs offene Meer. Weiter ging es in den Flower Dome und Cloud Forest, zwei riesige Hallen aus Glas und Stahl. Der Flower Dome ist sozusagen ein Riesengewächshaus mit unzähligen Pflanzen aus aller Welt aus verschiedenen Klimazonen. Im Cloud Forest kann man über einen Brückenweg auf das Dach des Nebelwaldes laufen. Beide Attraktionen müssen auch am Abend in voller Beleuchtung absolut sehenswert sein. Am Mittag sind wir dann in die alte Markthalle Lau Pa Sat. Hier essen die Einheimischen und die Banker aus dem benachbarten Finanzzentrum. Ein buntes Durcheinander und eine unglaubliche Auswahl an verschiedensten Köstlichkeiten. Wir sind
sind hier in Haljilin und hier kommen die Einheimischen. Es ist nicht unbedingt für die Touristen hier, aber es ist sehr toll, abends hier zu sein. Singapur bei Nacht, das muss man natürlich auch gesehen haben. Diese Skyline ist ein Traum. Und wir sehen gleich noch zwei wirklich grandiose Shows. Und das sollten Sie sich nicht entgehen lassen. In der Regel zweimal am Abend findet eine 13-minütige Show an der Marina Bay statt. Ein echtes Spektakel aus Licht, Laser, Wasser und Ton wird hier inszeniert. Supertree Grove. 18 künstliche Superbäume, zum Teil mit Brücken verbunden. Und am Abend gibt es hier auch eine musikalische Lichtershow. I'm just a Broadway baby, learning how to sing and dance. Und dann wartete schon das Abendessen auf uns. Seafood steht hier ganz hoch im Kurs. Aber eigentlich wird hier jeder in den unzähligen Restaurants für seinen Geschmack etwas finden. Singapur eignet sich auf jeden Fall, um 1 bis 3 Tage vor oder nach ihrer Kreuzfahrt zu verbringen. Es ist eine sehr, sehr grüne Stadt, was ich sehr überraschend fand. Was ich sehr spannend finde, ist diese Mischung aus modernen und alten kolonialen Bauten. Und es hat einige echte Highlights zu bieten, die wir in dem Film ja auch gezeigt haben.